Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalorade und ich begrüße euch zur 195. Episode dieses City Skylines Snowfall Let's Plays. Ich bin mal wieder an unserem Stausee und das nicht ohne Grund, denn ich habe, als ich diese Aufnahmesession begonnen habe, letzte Episode war die erste, ist jetzt die zweite für heute, da habe ich einen Tooltip auf dem Ladebildschirm gelesen und zwar, dass die Menge des erzeugten Stromes von den unterschiedlichen Wasserständen abhängig ist. Ja, da muss ich doch mal gleich sagen, wir haben hier einen höheren Wasserstand als hier. Also das sollte schon mal gegeben sein. Ja, was, wenn ich das Teil dann anklicke, sagt er mir Ausgangsleistung 0 Megawatt. Weil wir haben hier einfach auch keine Strömung irgendwie. Obwohl, das ist ja ein Quellsee, hier ist eine Quelle drin. Das heißt, das Wasser kann, müsste an und für sich hier über den Rand jetzt drücken. Das ist schon irgendwie unbefriedigend hier mit diesem Damm. Wenn wir den wegnehmen, dann gibt es hier auch eine kleine Welle angedeutet, die sich allerdings über Stunden hinzieht. Ja, wir sind doch maximal schneller jetzt nicht. Drei Pfeile hier unten. Ja, das schwippschwappt jetzt wieder ein bisschen rum. Na, vielleicht auch tatsächlich nicht die ideale Position. Suchen wir uns mal was Größeres mit Strömung. Hier ist was Größeres. Wo sind denn? Hier ist Grenze. Ich könnte mal immer quer rüberziehen sollen. Hier hinten staut sich das dann. Nicht bei uns auf jeden Fall. Gut, Alternative 1. Dann hat man hier noch eine Möglichkeit. Na, das ist mir hier zu flach, nicht, dass man das hier dann hier rin schwappt irgendwie. Hier gibt es keine Strömung. Na, dann sind wir hier wieder am Flughafen. Okay. Dann werden wir einfach mal so einen völlig überdimensionierten Damm hier hinbauen. Wenn er uns lässt. Geschätzte Produktion 32 Megawatt. 32. Leute, das muss ich sehen. wo haben wir den nächsten Strom? Den haben wir, glaube ich, hier. Also mich interessieren jetzt echt nicht die 32 Megawatt. Ich würde bloß gerne mal die Funktion des Damms irgendwie entdecken. So, er ist am Netz. Wirst du Wasser brauchen? Alberne Frage bei einem Damm, aber er soll sie kriegen. So. Er rastet nicht? Hat er keinen Bock oder habe ich nicht richtig getroffen hier? Ach, wenn er außerhalb ist, dann, wenn er einrastet, okay. Dann müssen wir halt so machen, obwohl hier ein Spalt ist. Was soll das denn? Ich mag so eine Fehler ja ja nicht. Pass auf, dann ziehen wir hier nochmal ein Kontrollrohr. So, und das rastet hier wohl klar ein. Also ist das hier schlecht. Eigentlich die falschen Rohre. Jetzt haben wir nichts besser zu tun hätten jetzt. So. Nehmen wir dich. Deutlich. Warum hat das eben nicht überlappt? Egal. So ist es jetzt richtig. Der Staudamm kann arbeiten. Arbeitet er denn schon? 128, also doch. Und gibt es Überschwemmung irgendwie? Sollten wir uns das mal vorher angucken, damit wir das auch abschätzen können. Oh, guck mal, das wird hier rüberlaufen, ne? Könnte sich den Weg außen rum suchen, ja. Scheint es auch zu machen, ja.
Wo waren die Dämme denn? Pass mal auf. Wir fangen hier an. Und bauen hier mal so weit hin. Ja, die Autobahn kann ich ja insofern nicht schützen. Das kann sein, dass die Suppe dann darin läuft. Ach, hier ist die Schiene auch noch. Gut, lass mal den Damm mal so. Mal sehen, was hier so mit der Zeit passiert. Ich kann auch hier übertreten. Tut's das? Schwappt ein bisschen rum. Gut, auf der Seite müsste sich das Wasser aber ein bisschen absenken. Merken uns mal hier diese Differenz hier, diesen Abstand und kommen irgendwann mal wieder zurück. Gut, wir gehen mal hier auf die 12 Uhr und sind gedachten Norden. Wir haben Müll, das haben wir. Das Gesundheitswesen, wie sieht es denn damit aus? Da wird es hier schon ganz schön schwach. Ja, dann würde ich sagen, spendiert der Bürgermeister hier ein Krankenhaus. So, denke hier, das wird gut sein, obwohl es hier ein bisschen grau wird. Hier oben auch. Tja, dann wird irgendwann hier eins hinkommen, so in der Höhe. Wird das denn reichen? Hallo, Doc? Ändert da oben nicht viel. Das ändert hier unten nichts. Na okay. Eine Arztpraxis. Eine Arztpraxis. Ihr seid versorgt. So, dann haben wir hier einen Zipfel, wo sie alle krank werden. Wo wir hier schon eine kleine Praxis haben. Hier steht ein Krankenhaus. Da haben wir Sauna und eine kleine Praxis. Sehe ich das richtig? Sauna und Arztpraxis, ja. Okay, was passiert denn, wenn ich dich nehme und hier ran sitze? Ja, nochmal, nicht vergessen, ganz wichtig. Das hat ja keine Auswirkung auf hier, willst du mich verkackern? Ach, das ist auch eine Sauna, dann kann ich gar lange warten. Ja, dann müssen wir hier den hier noch machen. Zack, alles grün, alles grün. So, gucken wir mal jenseits der Autobahn. Ja, da würde ich sagen, haben wir hier klassischen Fall von neues Krankenhaus, bitte. So, und das breitet sich so weit aus, dass wir, glaube ich, die Arztpraxis hier wieder rausnehmen können. Hallo? Ja, sorry Leute. So, alles noch grün. Alles noch grün, hier ist grün. Ja, können wir lassen, so die 50 wird mit versorgt. Und am Ball auch, ja. Bis hier brauchen wir eigentlich ja keine Gesundheit. Gesundheit ist ja nur zu Hause wichtig anscheinend. So, und hier an der Ecke, da gehen wir wieder ein bisschen kleiner ran, würde ich sagen. Das müsste doch eigentlich hier reichen für City Süd 2.
Dann gucken wir mal hier den Westen. Wie sind wir denn da? Hier nimmt es ab. Okay. Dann würde doch auch hier wieder ein schönes Krankenhaus hinpassen. Ja, hier wird es ein bisschen grauer. Hier könnte tatsächlich ein bisschen mehr grün sein. Aber wenn wir weitere Straßen haben, kommt dann bestimmt hier oben irgendwo ein Krankenhaus hin, dann verschwindet das ja auch. Dann sind wir mit Krankenhäusern einmal rum. Friedhöfe, Schrägstrich, Krematorien. Da sollte ja auch eine ziemliche Dichte da sein. Was ist hier los? Was will man uns hier sagen? Ist da was voll? Ja, ist voll. Okay. Dann machen wir mal eine Friedhofsrunde. Hier oben ist entleert, kann wieder ans Netz. Er 1903, zwei Drittel voll. Er kann noch. Und da ist noch ein voller. In der Stadt. Immer nur Krematorien. Oh, sind die alle voll. Ja, und da ist auch noch einer. Da. Halb voll. Kann noch. Von 3000. Ja, sind wir so gesehen einmal rum. Ja. Okay, dann würde ich sagen, hier machen wir hier weiter mit der Versorgung. Ein. Soll es hier eingeben. Und hier. Boah, dann können wir auch nach Herzenslust einfach rinknallen. Zwei Stück haben wir das. So, dann hätte ich noch gerne Krematorien verteilt. Und dafür müssen wir ein bisschen bauen, oder? Boah, hier kommt ein Krematorium hin. Straße ungefähr so. Passt nicht, weil auf der anderen Seite ein blöder Park ist. Ja. Einmal. Das reicht uns erstmal. Soll es hier eingeben. Da ist das Spa-Hotel, da ist ein Park. Nachmalen müssen wir hier nicht, ne? Nee. Obwohl hier, da hat sich was verändert. Ach, ich hatte doch gerade alles kontrolliert. Muss ich das nochmal machen? Ganzen Friedhöfe und alles, was ich gesetzt habe. Kann ja überall die Straße minimal verbogen haben.
und dadurch wieder irgendwelche Zellen frei. Mann, was ist hier los? Oh doch, da müssen wir doch eine ganze Menge nachmalen hier. Wir waren hier, wir haben ihn eingepasst. Oh, das reicht mir hier oben an Krematorien. Wir gehen mal hier gucken. Erstmal checken wir nach Lücken. Und hier können wir auch bald uns um das Stromkabel kümmern. Ne? Da stehen ja immer mehr Häuser hier. Hier scheint alles vergeben, anständig. Da, neben dem Park, ne. Hier schaut's anständig aus. Juhe, die Gesamtsituation mal bitte. Krematorien, ja, dann kommt hier oben eins hin. Könnte man, denke ich, mal eine Hauptstraße packen. Sparen wir uns das Gebaue. So, irgendwas nachzumalen? Nee, gut aus. So, dann das nächste Teilstück. Wie sieht's aus, wenn wir mal hier so ein Ding drin packen? So, für die letzte Ruhestätte sollte dann gesorgt sein, bin ich der Meinung. Fahren nämlich wieder einmal rum. So, haben wir das, haben wir das, haben wir das. Dann geht es jetzt um öffentlich, Feuerwehr und Polizei. Ist eigentlich auch unöffentlich? Nee. Muss mal sehen, haben wir hier die nächste Feuerwehr. Hier oben, jetzt auch eine ganze Menge gebrannt. Also ich habe in den Pausen halt so ein bisschen Ruinenforschung gemacht. Ja, hier ist ja überhaupt nichts weiter. Okay. Ach, die kleine Mano. Na, gleich die richtige. Sieht's doch gut aus. Ja, und erfahrungsgemäß passt dann auch immer gleich noch eine Polizei daneben. Oh, Abdeckung hier ist fast anständig. Hier hinten wird es dann wieder ein bisschen eng. Na, dann strecken wir hier schon mal eine Feuerwehr vor, die dann irgendwo hier oben irgendwann ihren festen Ort findet. Dasselbe mit den Schergen. Dann habt ihr wieder keinen Strom, habe ich euch so geschickt gesetzt, obwohl das, nee, das könnte gehen. So, drehen wir mal ein bisschen weiter. Hier haben wir eine Feuerwehr. Hier oben wird es ein bisschen eng. Da bauen wir mal um. Wir nehmen dich und stecken dich dorthin. Die Polizei geht mit. Ja, seid nicht sauer. Ersatz kommt gleich. So, und dann hier hinten. Trägt er schon irgendwas? Kann man ein bisschen rumschieben? Arztpraxis hier. Ja, sehr gut. Oh, jetzt hat es aber unten. Hohohoho.
Okay, war keine gute Idee, die aus der Mitte wegzunehmen. Na, dann kriegt er hier unten halt eben eine eigene. Schule. Hier ist das Schulecke, okay. Dann hier gegenüber vom Krankenhaus. Näht ihr hier hin. Ich glaube, jetzt sind wir hier auch Tutti, oder? Ja. Sehr schön. So, der Bereich hier oben. Da haben wir hier ein bisschen was. Hier sehe ich was. Okay. Da bietet sich diese Straße hier auf jeden Fall an. Fangen wir mal los mit Feuerwehr hier hin. Polizei passt hier noch. Ja, ist an einer kleinen Straße, aber ist schon in Ordnung. So, alles grün, alles grün. Hier könnte es ein bisschen grüner sein. Ja, aber ist, glaube ich, noch akzeptabel. Hier haben wir wieder irgendwas mit Strom. Warum ist hier. Wie? Ihr hättet einen Draht direkt über eure Bude rüber. Ah, Einzelschicksale. So, hier haben wir ja noch übelst nachzuholen. Ich glaube, wenn wir hier an der Straße und an der Straße jeweils was setzen, ich glaube, dann sind wir gut, weil hier unten fehlt ja auch. Okay. Einmal. So. Und so. Oh, Abdeckung oben. Hier in der Mitte. Okay, da strecken wir die schon mal vor. Oh, Kohle, wir hatten noch 2 Millionen vor kurzem. Oh. Was ist nun los? Ach, Hyena, das muss ich mir mal in der Aufzeichnung angucken. Naja, klar, jede Bude kostet ja hier auch richtig Geld. Warte, 60.000 oder irgendwie so weiter. Okay, hier ist alles grün. Sieht gut aus. Feuerwehr auch alles grün, beziehungsweise die Häuser blau so. Und südlich der Autobahn. Hier ist ein bisschen nicht so schön. Unser letztes Geld. Doch hier mal anlegen. Ja, und hier müssen wir auch noch eins machen. Direkt neben der Börse, aber das hier ist okay. Warum sind wir bald richtig broke? So, weil dasselbe müssten wir eigentlich auch mit der Polizei hier machen. Und dafür haben wir kein Geld. Aber ich werde euch Folgendes sagen: Wir machen jetzt eine Unterbrechung. Das Ende steht an und ich werde in der Zwischenzeit dann die Zeit ein bisschen laufen lassen, damit hier wieder ein bisschen was drin kommt. Juti, bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder reinschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, nutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.